Hallo und herzlich willkommen bei die Autotester. Heute zu einer weiteren Verbrauchsfahrt und diesmal mit dem Mercedes GLE 580 4MATIC. Was ihr sofort sehen könnt, ist, das Auto ist strahlend weiß. Was ihr ebenfalls sehen könnt, ist, diese Farbe zieht Unmengen an Fliegen an. Warum, weiß ich nicht. Hatte ich hier an diesem Platz tatsächlich noch nie. Und was ihr ebenfalls sofort erkennen könnt, ist, dieser GLE ist wirklich ein großes, schweres SUV. Wir machen heute mit dem Fahrzeug eine Verbrauchsfahrt, aber nicht die übliche, nicht die normalen 100 Kilometer, sondern zweimal 100 Kilometer. Und zwar einmal 100 Kilometer Autobahn bei normaler Fahrt, also wieder Richtgeschwindigkeit 130, vernünftig fahren. Und einmal absolut Vollgas. Alles, was geht, alles, was die Bahn hergibt, natürlich im Rahmen der vorgegebenen Richtlinien und der entsprechenden Beschränkungen. Aber nichtsdestotrotz, sobald wir dürfen, Vollgas und das Ganze möglichst über die gesamte Distanz. Denn was ihr hier nicht sehen könnt, der 580er, der hat unter der Haube einen 4 Liter V8 mit einer Basisleistung von nicht ganz 500 PS plus Boost-Funktion. Damit knacken wir 500 PS und das heißt, ihr könnt hier richtig Benzin durchblasen. Und mich interessiert jetzt einfach mal während der Fahrt, wie groß dieser Unterschied tatsächlich ist. Wie immer gibt es während unserer Testfahrt reichlich Informationen zum GLE im Allgemeinen, unserem Testwagen im Speziellen. Und ich freue mich jetzt auf eine entspannte Fahrt, zumindest am Anfang. Dann tanken wir und dann wollen wir mal gucken, wie flott er tatsächlich unterwegs sein kann. So, jetzt geht für uns die Fahrt los mit unserem Mercedes GLE 580 4MATIC. Ich bin jetzt gerade an der Tankstelle gewesen, habe voll getankt und wir machen uns jetzt auf den Weg. Ich habe gerade alles auf Null gesetzt. Wie ihr sehen könnt, also eine Minute unterwegs, 3 Kilometer Durchschnittsgeschwindigkeit, 20,4 Liter ist das, was das Fahrzeug aktuell anzeigt als Verbrauch. Das kennen wir aber schon, das wird sich gleich noch ändern. Wir fahren jetzt die ersten 100 Kilometer fast komplett Autobahn, wie vorher angekündigt, und fahren, jetzt dürfen wir los, und fahren normal, also jetzt nicht besonders schnell, besonders langsam, sondern eben klassisch 130 Kilometer pro Stunde Richtgeschwindigkeit, um mal zu schauen, wie wir da mit dem Verbrauch von unserem Auto aussehen. Wie immer habe ich während der Fahrt die Klimaanlage eingeschaltet. Die ist hier auf beiden Seiten auf 21 Grad, auf geringste Lüfterstufe eingestellt, damit der Lärm nicht zu groß ist von dem Gebläse. Und jetzt schauen wir mal, was unser GLE so zu bieten hat. Es gibt dann gleich noch reichlich Infos zum Auto im Allgemeinen. Das kommt immer so zwischendurch, dass ihr so nach und nach während der Fahrt immer so eine Auflockerung habt, damit ihr nicht nur auf den Verbrauch schaut. Aber jetzt schauen wir uns als nächstes erstmal nach der Auffahrt auf die Autobahn die Voraussetzungen an, sprich, was für ein Auto haben wir eigentlich und was soll der verbrauchen und so weiter und so fort. Unser GLE, der hat einen 4 Liter V8 an Bord und das heißt, wir reden hier über einen Motor mit 489 PS, also 360 kW maximaler Leistung mit 700 Newtonmeter Drehmoment. Das Ganze geht hier über eine 9-stufige Automatik auf alle 4 Räder, über das 4MATIC-Getriebe bzw. 4MATIC-Allradantrieb und die sogenannte 9G-Tronic. Und der Wagen soll verbrauchen bis 12,8 Liter auf 100 gefahrene Kilometer. Das ist so ein Wert, den finde ich schon recht ordentlich. Das ist schon kein Kleinkram mehr. Und da bin ich tatsächlich gespannt, wo wir wie nah wir da rankommen. Also ich werde nicht bewusst Spritsparen fahren. Habt ihr jetzt gerade gesehen. Ich bin jetzt auch schon mal schneller als 130 gefahren, um dir mitzukommen. Jetzt müssen wir noch mal kurz gucken. Wir fahren, glaube ich, hier auf der Autobahn Richtung Deggendorf und gehen danach auf die B15N. Das ist, glaube ich, die sauberere Nummer. Dann sparen wir uns ein bisschen über Land fahren, glaube ich. Also wir fahren jetzt 130, macht dazu mal ein Tempomat an. Da steht jetzt auf 133. Geh mal, na komm. 130 ist eingeschaltet. Und lass uns das Auto einfach mal rollen. Und ich bin tatsächlich gespannt, wie sich unser Verbrauch entwickelt. Aktuell jetzt nach den ersten paar Kilometerchen zeigt er bei mir an 15,0. Mein Testwagen fährt vor einer Farbe, die nennt sich Diamant Weiß Bright. Die finde ich passt richtig gut zum Auto, aber zum einen zieht sie Unmengen an Fliegen an und zum anderen kostet sie leider knapp unter 2000 Euro extra. Nichtsdestotrotz, Spaß beiseite, ich finde, die sieht richtig toll aus am Auto, vor allen Dingen im Kontrast zu diesen schwarzen Flächen. Der GLE ist ein ziemlicher Brocken, wenn man von vorne drauf schaut, das Auto ist 2,1 Meter breit ohne Spiegel. Mit Spiegeln werden nochmal 15 cm dazugezählt und unserer wirkt nochmal breiter und sportlicher, denn wir haben das AMG Exterior-Paket mit an Bord und deswegen haben wir nicht nur zum einen den AMG-typischen Grill mit dem großen Zentralstern und diesen Chrompins hier im Grill, sondern wir haben auch einen anders gestalteten Frontstoßfänger, bei uns ja einfach sportlicher ausgelegt und vor allem auch mit diesen hochglänzenden schwarzen Einsätzen, die ja die Dynamik des Fahrzeugs nochmal unterstützen.
Der GLE hat bereits in der Basis immer LED-Scheinwerfer mit an Bord, und zwar High-Performance-LED-Scheinwerfer. Ihr könnt aber auch gegen Aufpreis, das haben wir hier bei uns am Auto montiert, die sogenannten Multibeam-LED-Scheinwerfer bestellen. Hier werden etwas mehr als 1.500 Euro fällig. Bei unserem Beitrag heute gehen wir nicht auf alle Details ein, weil es mir, wie gesagt, heute wirklich um diesen Unterschied zwischen den beiden Fahrten geht, um zu sehen, wie verändert sich hier der Verbrauch. Wenn ihr mehr wissen wollt oder etwas vermisst, schaut in unseren Fahrbericht zum GLE rein, den wir produziert haben, als das Fahrzeug neu vorgestellt wurde. Ich nehme an, da findet ihr alles Weitere. Jetzt aber weiter mit der Fahrt im GLE. So, jetzt haben wir die ersten 30 Kilometer hinter uns. Jetzt schauen wir mal kurz auf den Verbrauch. 11,0 Liter zeigt er mir hier an. Also wir sind unter den 12,8 bei ruhiger Fahrt, bei 130 eben. Wir haben jetzt, mal reinschauen, 18 Minuten dafür gebraucht. Sind also mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit unterwegs von 102 Kilometern pro Stunde. Jetzt hat übrigens gerade mein Auto hier gesagt, ich soll bitte die Hände ans Lenkrad tun, was ich die ganze Zeit habe. Das ist etwas, das kennen wir auch von anderen Fahrzeugen. Wenn ihr zu ruhig im Auto sitzt und zu sehr oder zu entspannt lenkt, dann erkennen die Systeme nicht, dass ihr die Hände am Lenkrad habt. Bei den neueren Autos ist das jetzt mittlerweile erledigt, denn die haben die Möglichkeit, über Sensoren festzustellen, ob die Hände am Lenkrad liegen oder nicht. Nichtsdestotrotz, aktueller Durchschnittsverbrauch 11 Liter. Ich denke, das ist ein vernünftiger Wert für den Anfang. Mal schauen, wie der sich auf den nächsten rund 70 Kilometern entwickelt. Zur Basisausstattung von unserem GLE gehören unter anderem ein Widescreen-Cockpit, das besteht aus 2x12,3 Zoll großen Bildschirmen hier vor uns, einmal als Cockpit, einmal als Touch-Display für das Infotainment. Dazu gehört ebenfalls im Standard immer eine Klimaanlage mit zwei Zonen. Es gehört dazu ein Multifunktionslenkrad, digitales Autoradio und vieles, vieles mehr. Aber es wäre ja kein Mercedes, wenn man da nicht reichlich dazu kaufen könnte. Bei uns unter anderem mit an Bord ist ein Head-Up-Display. Wir haben hier mit an Bord das Interior von AMG, also die AMG Line quasi. Wir haben hier eine 4-Zonen-Klimaautomatik. Ich habe hier beheizbare und belüftbare Sitze drin. Wir haben ein Panoramaschiebedach hier drin und reichlich zusätzliche Ausstattung, die sich dann natürlich auch sehr schnell im Preis vom Auto bemerkbar macht. Aber einfach mal so die Liste hier läuft jetzt gerade durch mit den wichtigsten Dingen oder den vielleicht schönsten Dingen, die man so bestellen kann. Ein weiterer wichtiger Punkt bei uns ist ganz klar das aktive Luftfederfahrwerk, das wir hier mit dabei haben. Dazu kommen wir aber später nochmal. Also wie gesagt, es wäre kein Mercedes, wenn ihr nicht alles reinpacken könntet, was ihr euch vorstellen könnt. Und das macht natürlich der GLE definitiv auch keine Ausnahme. Ich bin jetzt unterwegs mit eingeschalteten Assistenten, also das heißt für mich, ich sag mal, teilautonomes Fahren. Das bedeutet hier, dass ich sowohl den Spurhalteassistenten anhabe, wie aber auch den adaptiven Tempomaten. Und damit hält der Wagen, wie ihr sehen könnt, schön die Spur. Ich kann eine gewisse Zeit lang die Hände vom Lenkrad wegnehmen. Irgendwann kommt dann gleich die Warnmeldung, denn das gibt halt gesetzliche Vorschriften, die das einfach untersagen, dass wir das Auto zu lange machen lassen. Und da ist er. Da seht ihr jetzt einmal kurz gelenkt, ist das ganze Thema durch. Er erkennt also durch den Lenkimpuls, dass ich wieder da bin. Wie gesagt, dieser Spurhalteassistent funktioniert sehr gut. Was auch sehr schön und angenehm funktioniert, das ist der adaptive Tempomat. Das können wir uns jetzt mal kurz anschauen. Ich rolle jetzt hier auf den LKW auf und dann gucken wir mal ganz kurz, was das Auto macht. So, er wird jetzt schon langsamer, nimmt jetzt schon Geschwindigkeit raus, damit er nicht zu stark bremsen muss. Jetzt blinke ich mal. Ich kriege zum einen hier eine Warnmeldung vom Auto, weil dort ein Fahrzeug von hinten kommt. Das war aber noch weit genug weg. Und zum anderen, sobald ich den Blinker setze und rausziehe, beschleunigt der Wagen wieder. Ich muss also nicht warten, bis ich komplett auf der Überholspur bin. Das funktioniert auch ohne sehr, sehr ordentlich. Da gibt es andere Hersteller, die kriegen das nicht ganz so gut hin oder nicht ganz so sanft und weich hin. Hier bei Mercedes fühlt sich das wirklich so an, fast als würdet ihr es selber machen. Und das finde ich tatsächlich sehr ordentlich gelöst. Ihr könnt übrigens alle Assistenten auch über das Menü hier unter den Fahrzeugeinstellungen in dem Untermenüpunkt Assistenz nochmal justieren und einstellen, zum Teil die Empfindlichkeit, zum Teil ein- und ausschalten. Und dafür gibt es auch einen Schnellzugriff, so eine Übersicht, wo ihr das Ganze quasi mit einem Klick machen könnt. Finde ich persönlich gut, denn da habt ihr sehr schnell das an- oder abgeschaltet, was euch gerade wichtig bzw. egal ist.
Der GLE bietet ein maximales Kofferraumvolumen mit aufgestellter Rückbank von 630 Litern. Klappt ihr die Rücksitze komplett um, was natürlich auch einzeln und übrigens optional auch elektrisch möglich ist, dann wächst das Ganze an auf bis zu 2055 Liter. Das sind die Werte vom Fünfsitzer. Es gibt optional eine dritte Sitzreihe fürs Fahrzeug. Dann habt ihr natürlich ein bisschen weniger Volumen. Ein Grund dafür ist, dass das Fach, das ihr hier unterhalb von der komplett glatten Ladekante findet, dann wegfällt, denn da müssen in Zweifelsfall die Sitze rein und damit verliert ihr hier wirklich richtig schön geschützten großen Stauraum. Wenn ihr mit dem Fahrzeug einen Anhänger ziehen wollt, könnt ihr das natürlich. Die maximal gebremste Anhängelast beträgt hier 2,7 Tonnen, die maximale Stützlast der optionalen Anhängerkupplung 108 Kilogramm. Reicht euch das nicht, dann habt ihr hier die Möglichkeit, durch den Zukauf der R-Matic, der Air-Active Body Control und der dritten Sitzreihe diesen Wert auf bis zu 3,5 Tonnen zu erhöhen. Aber Vorsicht, diese drei Extra-Klicks bei der Ausstattung kosten richtig viel Geld. Ich habe jetzt rund zwei Drittel der ersten 100 Kilometer geschafft und mein Fahrzeug sagt mir, wir haben 64 Kilometer hinter uns und haben 37 bis zur Tankstelle zurück. Finde ich sehr gut, dann wären wir bei 101 Kilometer, wäre absolut perfekt. Aktuell zeigt mein Auto noch eine Restreichweite an von 596 Kilometern und er zeigt an 11,5 Liter auf 100 gefahrene Kilometer. Wir fahren die meiste Zeit 130, er braucht hier aber ein bisschen mehr, weil diese B15N so ein bisschen hügeliger ist. Das heißt, es geht ein bisschen mehr rauf und runter. Und natürlich ist der Verbrauch da noch mal anders, als wenn ich die ganze Zeit auf ebener Fläche unterwegs bin. Aber nichtsdestotrotz, ich habe jetzt aktuell noch 3,9 Kilometer, bevor ich umdrehen darf. Und dann fahren wir in die andere Richtung. Da haben wir auch, glaube ich, nicht mehr so ein bisschen viel Gegenlicht. Dann könnte es sein, dass ich ein bisschen besser zu erkennen bin. Bisher ist es aber eine sehr angenehme Fahrt und die B15N hält, was sie verspricht. Sie ist nämlich leer oder fast leer, sodass ich mich jetzt schon auf die nächsten 100 Kilometer freuen kann, wenn ich dann gleich hier ein bisschen flotter fahren darf. Denn das kann richtig Spaß machen. Die Materialauswahl und auch die Verarbeitung hier im GLE ist wirklich sehr, sehr schön. Also ich habe zum einen sehr viel Lederoberflächen, so wie hier zum Beispiel oben auf der Tür, bei mir sogar Teil des Armaturenbretts, natürlich die Sitze, hier die Mittelkonsole. Das ist nicht nur schön verarbeitet, da seht ihr auch sehr schöne Ziernähte, also einfach richtig gut gemacht. Darüber hinaus habe ich hier metallische Oberflächen und die wirken unterschiedlich. Ich habe sie zum Teil etwas stärker gebürstet, zum Teil etwas weniger stark, sodass ich hier also auch innerhalb der metallischen Flächen oder metallischen Optiken noch Unterschiede habe. Und das gilt zum Beispiel hier für die Bedieneinheit vom Sitz und die Lautsprecher vom Burmeister-System. Die sind halt unterschiedlich und liegen dann nochmal auf einer ebenfalls metallischen Oberfläche oder metallischen Optik, die wieder eine andere Farbe hat. Und das sorgt einfach dafür, dass das Auto insgesamt hier im Interieur sehr, sehr hochwertig wirkt und hier knarzt und knirscht auch nichts. Es macht halt alles einen sehr, sehr guten Eindruck. Ich habe darüber hinaus hochglänzende schwarze Flächen, zum Beispiel hier in der Mittelkonsole oder auch bei den Rahmen um dieses Widescreen-Display. Und so entsteht hier eine Welt aus, sagen wir mal, dunklem Grau, Schwarz und metallischen Farben. Und das finde ich persönlich sehr ansprechend. Dazu kommt dann noch die feine Linie, die hier das Ambient Light durchs Auto zieht quasi an den unterschiedlichsten Teilen. Also einmal hier komplett über die Breite des Armaturenbretts. Dann auch hier die Seiten der Mittelkonsole sind nochmal beleuchtet. Und das Schöne ist, dieses Ambient Light mit 64 unterschiedlichen Farben und der Möglichkeit, die animiert auch laufen zu lassen, ist dann schon Teil der Basisausstattung. Und damit habt ihr tatsächlich hier oder findet ihr hier im Interieur eine Welt vor und einen Raum vor, in dem ihr es euch wirklich gut gehen lassen und in dem ihr euch sicherlich auch wohlfühlen werdet. So, ich fahre jetzt von der Autobahn runter und wir haben 101 Kilometer hinter uns. Wir sind gleich direkt hier an der Tankstelle. Der Durchschnittsverbrauch, den das Auto aktuell anzeigt, der liegt bei 11,2 Liter. Und damit liegen wir deutlich unter den angegebenen bis zu 12,8 des Herstellers. Was wir jetzt tatsächlich verbraucht haben auf den 100 Kilometern, wird sich gleich zeigen. Ich finde aber insgesamt für eine ruhige Fahrt ist das trotzdem noch relativ viel. Liegt sicherlich zum einen an dem großen Motor, zum anderen auch am Leergewicht. Der Wagen wiegt rund 2,35 Tonnen leer. Jetzt wird erstmal getankt und wir halten mal fest, jetzt beim Anfahren an die Tankstelle 11,2 ist das, was das Auto sagt. In der Basis fährt der GLE zwar nicht mit so viel Fliegen an Bord vor, aber dafür mit 18 Zoll Alurädern. Da wir die AMG Exterior Line mit an Bord haben und auch den 580er fahren, hätten wir in beiden Fällen 20 Zoll Räder mit an Bord. Hier sind jedoch aufpreispflichtige 21 Zoll Reifen montiert. Woher die Fliegen heute auf einmal alle kommen, keine Ahnung, aber da müssen wir jetzt mit leben. Wenn wir uns den GLE insgesamt anschauen, der ist schon relativ groß. 4,92 Meter ist er lang, ein Radstand von 3 Metern und ist 1,78 Meter hoch. Also schon
wirklich ein sehr großes Auto. Hat, wie ich finde, typische SUV-Proportionen, zumindest von einem modernen SUV. Das heißt, wir haben eine relativ gerade Haube, angeschrägte Frontscheibe und der Rest ähnelt einem Kasten, wobei man dazu sagen muss, beim GLE, und das gilt übrigens, finde ich, auch für den GLS, ein sehr formschöner Kasten, denn dank der neuen Mercedes-Design-Philosophie haben wir hier viele schöne modellierte Flächen, wenig Sicken und Kanten. Da wir aber die AMG-Line fahren, finden wir hier beim Auto zum Beispiel Rathausverbreiterung an der Front und am Heck, beide in Wagenfarbe, die stellen das Auto schön satt auf die Straße, und wir finden hier unten auch den Seitenschweller verbreitert, ebenfalls in Wagenfarbe ausgeführt, und haben darüber hinaus hier am Fahrzeug, was mir sehr gut gefällt, glänzend schwarze Umrandungen der Fenster und auch eine mattschwarze Dachreling, und ich finde, das unterstützt nochmal zusammen mit den abgedunkelten Seitenscheiben diesen Kontrast des Fahrzeugs, gerade hier eben in Verbindung mit der weißen Außenfarbe. Getankt habe ich, alles auf Null gesetzt ist auch, und jetzt geht's für uns auf die zweite Etappe, nämlich wieder 100 Kilometer, aber diesmal flotter. Und damit fangen wir erstmal an, indem wir das Auto umsetzen, und zwar von dem Fahrprogramm Komfort aufs Fahrprogramm Sport, damit wir hier einfach so ein bisschen die Grundvoraussetzung für flottes Fahren schaffen. Und werden jetzt mal schauen, wie viel flotter wir unterwegs sein können. Ich hatte gerade eben eine Durchschnittsgeschwindigkeit von, 102 Kilometer pro Stunde waren es. Die gilt es jetzt erstmal zu knacken, sonst macht es keinen Sinn. Aktuell wird der Verbrauch angezeigt mit 28 Liter, aber das kennen wir, wenn wir losfahren, ist das halt so. Und ich bin tatsächlich gespannt, wie flink wir unterwegs sind. Dieses große Auto, obwohl es so groß und schwer ist, schafft 250 Kilometer pro Stunde, da ist der Wagen abgeregelt. Der ist wirklich flott unterwegs. Man kann die Leistung quasi jetzt schon spüren beim lockeren Fuß auf dem Gas liegen lassen. Ich muss jetzt nur gucken, dass ich hier an den LKWs vorbeikomme. Damit, ja, da ist wieder der Totwinkelassistent, aber das liegt an dem Auto, das noch neben mir war. Kommt übrigens immer dann, wenn ihr links neben euch oder leicht, vielleicht gerade eben schon vor euch, noch ein Auto habt, sobald ihr einen Blinker setzt, dann meckert er, ist aber gar nicht schlimm. Schadet in Zweifelsfall nicht, denn dann bleibt er aufmerksam. Und was mir auch sehr gut gefällt, ist, auch wenn ich jetzt zügig fahren möchte, das Auto zeigt mir, wenn ich zu dicht auf dem Vordermann bin oder zu dicht ranfahrt, könnt ihr sehen, pass auf, probiere es mal kurz aus, damit ihr es seht. Dann kommt so ein schönes Symbol. Na komm, wo bist du? Da ist es. Unten so ein Dreieck mit einem Auto drin, das mir ganz klar sagt, hallo, du bist zu dicht am Vordermann, halt mal ein bisschen mehr Abstand. Finde ich eine gute, unauffällige und nicht nervende Möglichkeit, um jemanden daran zu erinnern, Abstand schadet nicht. Wir fahren jetzt flott. Das hatte ich angekündigt und das ist auch der Plan. Was wir hier auf der 92 machen können, weiß ich nicht. Wir haben jetzt mittlerweile 3:15. Vielleicht haben wir schon einen Schichtwechsel irgendwo, aber das schauen wir uns an. Was aber ganz wichtig ist, bevor da Einwände kommen, ich werde zu keinem Zeitpunkt rasen. Im Sinne von verantwortungslos durch die Gegend ballern, das mache ich nicht. Das halte ich auch für falsch, denn so würde ich auch nicht fahren. Ich fahre jetzt so, als hätte ich es eilig, als wäre es mir egal, was der Sprit kostet, was gerade aktuell immer schwieriger wird. Und als ginge es darum, so schnell wie möglich anzukommen. Aber eben nicht, als hätte ich genug von meinem Leben und würde das gerne heute beenden. Also wir fahren wirklich immer noch so, dass wir sicher unterwegs sind. Und falls ihr da Anmerkungen zu habt, bitte auch gerne draufhauen, wenn ihr das für unvernünftig haltet. Ich denke aber, man sollte sich einfach auch mal klar machen, und dafür kann man das Video eben auch sehr gut nutzen, wie viel Geld man sparen kann, wenn man eben nicht 150, 160 oder sogar 180, 190, 200 fährt, sondern eben die Richtgeschwindigkeit fährt und vielleicht sogar ein Tempolimit hat. Denn da kann man richtig Benzin und somit richtig Geld sparen. Jetzt geben wir mal Stoff, die Bahn ist frei. Wir sind jetzt schon bei 200, daran seht ihr, dass dieses Auto trotz seines hohen Gewichts überhaupt kein Problem damit hat, gut zu beschleunigen. Wir haben jetzt schon gleich die 230, da sind sie auch schon. Wir müssen aber jetzt langsamer machen, denn da vorne sind Autos, die langsamer unterwegs sind. Wie ihr aber jetzt schon sehen könnt, unser Durchschnittsverbrauch ist aktuell bei 21,3 Liter. Also doch nicht mehr ganz so niedrig. Wir sind auch jetzt, obwohl es so ruhig ist und sich so entspannt anfühlt, immer noch mit 160 Kilometern pro Stunde unterwegs. Also so langsam dann doch nicht. Ich schaue mal, wie sich das Ganze entwickelt, und halte euch natürlich wie immer auf dem Laufenden. So, die Bahn ist wieder frei. Wieder ein bisschen Stoff geben. Wir wollen ja flott unterwegs sein. Vor mir ist ein Audi, der ist auch nicht langsam, aber davor sind noch andere PKW und auf der rechten Spur, immer wichtig, ein
PKW hinterm LKW, da bin ich immer so ein bisschen, bin ich ein bisschen unrund, weil ich immer das Gefühl habe, was machst du eigentlich, wenn der jetzt rauszieht? Also da fahre ich tatsächlich ein bisschen vorsichtiger. Der Kollege vor mir möchte nicht so schnell, liegt aber auch an den Autos, die davor unterwegs sind. Ich hoffe, dass wir auf dem Weg zurück, beziehungsweise auf der B15N so ein bisschen was rauskitzeln können, dass wir da ein bisschen schneller unterwegs sind. Aktuell sind wir immer noch bei 160 Kilometern pro Stunde, also nicht wirklich langsam, aber eben nicht so schnell, wie ich gerne wäre. Am Heck unseres GLE kann man sehr schön sehen, was dieses AMG Exterior-Paket fürs Auto tut, denn die hinteren Rathäuser, die eh schon sehr weit ausgestellt sind, werden nochmal unterstützt durch diese Rathausverbreiterung und so steht der Wagen von hinten richtig schön satt auf der Straße. Beim GLE gibt es immer bereits in der Basis schon in LED-Technik ausgeführte Rückleuchten, die sind geteilt mit einer sehr schönen Tagfahrlichtsignatur. Und wenn wir weiter runter schauen, dann haben wir wieder dieses Thema Betonung der Seite des Fahrzeugs und zwar durch diese Luftauslässe hier, die einfach ganz klar die Außenkante des Autos betonen, den Wagen somit optisch einfach nochmal breiter machen. Wenn wir weiter runter schauen, dann finden wir wieder etwas, das gehört bei uns zum AMG-Paket und zwar diese Diffusor-Optik hier, sehr schön gemacht, nämlich in matten und glänzend schwarzen Teilen und dadurch wird es zum echten Hingucker und unterstützt nochmal den sportlichen Look unseres GLE. Mein Testwagen hier hat, wie eingangs gesagt, 489 PS maximale Leistung plus 22 über das EQ Boost System. Und der beschleunigt hier von 0 auf 100 in 4,5 Sekunden, oder soll er. Das kann ich nicht ausprobieren, aber ich kann ausprobieren, wie schnell er auf die Autobahn fährt. Und da kann ich euch sagen, das macht er sehr, sehr, sehr flott. Ich bin jetzt schon bei 190, muss jetzt leider wieder von Gas gehen, damit wir hier vorne die Fahrzeuge nicht behindern, die gerade rausziehen, um LKW zu überholen. Aber da können wir das gleich nochmal probieren, wie flott er ist. Wir haben übrigens jetzt 21 Kilometer hinter uns und einen Durchschnittsverbrauch von 16,4 Liter. Das ist relativ viel. Das, obwohl wir die letzten, würde man sagen, 5 Kilometer langsam fahren mussten, weil da relativ viel Verkehr auf der Autobahn war. So, ich beschleunige durch bei 160. Hört mal an, wie der geht. Das Auto wiegt 2,3 Tonnen leer, also 2,35, um genau zu sein. Der fliegt förmlich. Das ist echt schon gut. Das Geräuschniveau hier drin, obwohl ich 220 auf der Uhr habe, ist sehr, sehr, sehr ordentlich. Und jetzt haben wir schon 240, gleich kommen wir an die Höchstgeschwindigkeit von 250 ran. Die haben wir jetzt und selbst jetzt kann ich mich noch mit euch unterhalten. Das ist schon sehr ordentlich. Ich werde mal ein bisschen langsamer, weil da vorne ist ein bisschen zu viel Verkehr. Aber was bei solchen Geschwindigkeiten ein super Bonus hier im Auto ist, ist das Head-Up-Display, das ich hier mit an Bord habe. Das ist optional, kostet, ich meine, rund 1.300 Euro. Aber meiner Meinung nach ist es jeden Cent wert. Denn zum einen ist das Head-Up-Display so, dass es wirklich ein sehr großes, sehr große Abbildungsfläche hat und damit sehr aufgeräumt wird und wirkt. Und das, obwohl es extrem viele Informationen liefert. Ihr habt hier nicht nur das Thema Verkehrszeicheninformationen, gefahrene Geschwindigkeit, aktive Assistenzsysteme und Informationen zum Beispiel auch zu den Infotainment-Informationen, also wie jetzt bei mir gerade, was er mir anzeigt, welches Lied er aktuell spielen würde, sondern ihr habt hier auch noch dazu Navigationsinhalte. Und das Ganze, wie gesagt, obwohl zu viel ist, alles sehr aufgeräumt, sehr gut ablesbar und damit wirklich ein absoluter Bonus, wenn ihr eben euren Blick nicht von der Straße wenden, sondern auf der Straße halten wollt. Und das wird natürlich bei schneller Fahrt umso wichtiger. Deswegen bin ich gerade gar nicht böse, dass das hier bei meinem Testwagen mit dabei ist. Die wichtigsten Assistenzsysteme bietet der GLE natürlich schon in der Basis. Das heißt, hier ist immer mit an Bord unter anderem ein Geschwindigkeitsbegrenzer, ein Spurhalteassistent, Pre-Save und natürlich auch die wichtigen Notbremsfunktionen. Es wäre aber kein Mercedes, wenn ihr nicht die Möglichkeit hättet, da weit mehr drauf zu packen. Und so könnt ihr Sachen haben wie zum Beispiel eine 360-Grad-Kamera, automatisches Einparken, ein Trailer Assist, also ein Rangier-Assistenten fürs Einparken mit Anhängern. Ihr könnt zum Beispiel etwas, das ich immer empfehle, kaufen, das nennt sich Fahrerassistenzpaket. Das kostet hier nicht ganz 2.300 Euro, bietet euch damit aber eine Kombination aus Assistenten, die das teilautonome Fahren ermöglichen, weil da eben zum Beispiel auch ein adaptiver Tempomat dabei ist. Es gibt aber auch darüber hinaus noch eine zweite Ausbaustufe davon und dennoch viele, viele zusätzliche Bausteine in Form von Einzeldingen oder von Paketen, die ihr bestellen könnt, um eben diesen Mercedes genau so sicher und so komfortabel zu machen, wie ihr euch das wünscht. Das ist für mich immer so typisch Mercedes. Alles aufzuzählen wäre einfach zu viel. Aber in den Listen habt ihr jetzt zumindest mal die wichtigsten Dinge gesehen.
Das Motorenprogramm des GLE ist wirklich sehr umfangreich. Und so gibt es hier Benzinmotoren, Dieselmotoren, aber auch Plug-in-Hybridantriebe. Und die Leistungen, die reichen von 272 bis rauf zu 612 PS bei dem AMG-Spitzenmodell. Wir finden bei den Fahrzeugen hier bei den Dieseln Reihen 4 und Reihen 6 Zylinder. Wir finden bei den Benzinern Reihen 6 Zylinder und V8 Aggregate. Und bei den Plug-in-Hybriden dann wieder Reihen 4 Zylinder in Kombination mit E-Motoren. Und was alle Fahrzeuge gemein haben, sie haben alle immer den 4MATIC Allradantrieb mit an Bord. Und sie werden auch alle mit einem Automatikgetriebe ausgeliefert. Das heißt, bei den meisten Fahrzeugen ist das die sogenannte 9G-Tronic. Bei den AMG-Modellen ist es dann die AMG Speedshift TCT 9G. 33 Kilometer haben wir jetzt und damit ein Drittel unserer zweiten Etappe von 100 Kilometern flott. Und wie wir sehen können, 17,8 Liter, sagt er mir hier. Das ist also schon mal ein deutlicher Schluck mehr aus der Pulle als bei der letzten Fahrt. Und ich habe jetzt allerdings auch eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 115 Kilometern pro Stunde. Hätte wahrscheinlich sogar noch mehr haben können, wenn ich nicht auf dem ersten Teil der Autobahn so viel Verkehr gehabt hätte. Wir fahren jetzt gleich mal hier von dieser Bahn runter, das kurze Zwischenstück rüber zur B15N. Und ich bin sehr gespannt, wie unser Verbrauch aussieht, wenn wir von der Autobahn zurückkommen. Denn da müsste es eigentlich flott gehen. Und ich denke mal, da geht der Verbrauch noch mal deutlich ein Stück nach oben. So, wir sind auf der B15N. Und jetzt wollen wir noch mal schauen, wie flott unser Auto wirklich ist. Wir geben Vollgas und stellen fest, 160, 170, 180 und es ginge noch schneller, 190, 200. Da vorne kommen allerdings jetzt LKWs, da fahren wir kurz nach links rüber und rollen an denen auch ganz gemütlich vorbei. Was ihr hier merkt, ist, dass der Wagen einfach sehr schön satt liegt, dass wir fahren eine Kurve mit 205, 210, ganz entspannt. Auch das Getriebe merkt ihr kaum, den Motor hört ihr, aber der stört nicht wirklich. Der GLE 580, der hat übrigens serienmäßig die Airmatic, also das Luftfederfahrwerk an Bord. Das tut natürlich was dazu, dass es hier im Auto angenehm bleibt, auch wenn man schneller unterwegs ist. Und was ihr übrigens dazu kaufen könnt hier fürs Fahrzeug, ist das sogenannte E-Active Body Control. Normalerweise müsst ihr dafür bei anderen GLE-Modellen erstmal das Luftfederfahrwerk kaufen, das dann rund 2.100 Euro kosten würde. Das ist hier, wie gesagt, bereits mit der Basis mit dabei. Aber wenn ihr dieses E-Active Body Control haben wollt, das halt zusätzliche Fahrmodi bietet, dann müsst ihr dafür nochmal über 7.000 Euro auf den Tisch legen. Das ist richtig viel Geld. Damit habt ihr aber dann auch die Möglichkeit, noch mehr auszugeben, und zwar für den sogenannten Road Surface Scan. Und das ist nichts anderes, als dass das Auto automatisch weit nach vorne schaut und die Fahrbahnoberfläche abtastet, um dann die Dämpfer anzupassen. Und zwar immer genau für den Moment, wo das, was er vorher gescannt hat, unterm Auto ist. Damit wird das Auto noch mal komfortabler. Haben wir hier aber nicht an Bord. Was ihr damit aber auch habt mit diesem E-Active Body Control, denn das haben wir an Bord, sind andere Fahrmodi. Und dazu gehört neben dem Sportmodus, in dem ich jetzt gerade unterwegs bin, der halt Standard ist, ein Modus, der nennt sich Curve. Und das ist ganz witzig, weil damit legt das Auto sich quasi in die Kurve. Der Wagen neigt sich leicht, wenn ihr in eine Kurve fahrt. Damit wird natürlich das Fahren auf der Autobahn und vor allen Dingen auf der kurvigen Landstraße deutlich angenehmer. Der Wagen liegt einfach gefühlt noch mal besser. Und es ist halt dieses, ja, so ein bisschen das Gefühl beim Motorradfahren, ihr legt euch einfach, mal sagen, in die Kurve. Macht dann wirklich Spaß. Wir schalten jetzt mal wieder zurück auf unseren Sportmodus, denn wir haben es ja heute eilig und sind nicht darauf bedacht, es gemütlich zu haben, sondern eben wie angesagt möglichst schnell. Übrigens haben wir jetzt 46 Kilometer hinter uns. Unser Durchschnittsverbrauch wird angezeigt mit 20,2 Litern und wir haben 115 Kilometer im Durchschnitt. Wir fahren aber jetzt auch schon wieder 250. Ich bin tatsächlich mal gespannt, wo unser Wert am Schluss hingeht. Muss aber auch sagen, eigentlich könnt ihr so eine Geschwindigkeit im Durchschnitt nirgendwo fahren. Es sei denn, ihr kennt eben eine Strecke wie diese hier, wo ihr wisst, da geht das, da ist wenig Verkehr. Wenn ihr eine lange Strecke in Deutschland fahren wollt, ich habe es probiert, und zwar mehr als einmal, ihr schafft es einfach nicht, so schnell unterwegs zu sein. Ich glaube, das Schnellste, was ich mal geschafft habe mit einem Audi RS6 auf einer Langstrecke, da war aber wirklich wenig los, war 130 im Schnitt oder 135. Und da waren wir wirklich flott mit unterwegs. Da war es aber auch tatsächlich so, dass der Verkehr das zugelassen hat. Ich bin hier mal gespannt, wo wir hinkommen. Wir haben noch einen Moment Zeit. Ich halte euch wie immer auf dem Laufenden. So, und jetzt kommt es, wie es kommen muss. Ich könnte ganz flott weiterfahren, aber da vorne ist jemand, der fährt halt gerne links.
und der hat keine Ahnung, wie schnell so ein Auto auf der linken Spur sein kann. Das ist halt immer so ein bisschen schade, wenn ihr schnell fahren wollt. Ich kenne das, auch ihr sagt zu mir häufig in den Kommentaren, Lars, fahr mal rechts, blockierst. Bei mir ist es so, ich gucke wirklich sehr weit nach hinten, wenn ich rausfahre, wie das ausschaut mit den Leuten, die ich eventuell stören konnte, gerade wenn jemand flott unterwegs ist. Aber Gott sei Dank habe ich hier den Vorteil, ich habe tatsächlich genug Leistung an Bord, um auch schnell wieder meine Reisegeschwindigkeit zu erreichen. Im aktuellen Fall jetzt wieder schon 235. Das Platzangebot hier im Mercedes GLE ist vorne sowohl für den Fahrer wie auch für den Beifahrer wirklich sehr, sehr ordentlich. Wie ihr sehen könnt, ich sitze aufrecht, ich bin 1,95 groß, recht beleibt und fühle mich hier wirklich wohl, finde eine gute Sitzposition, habe genug Platz für die Beine, kann das Lenkrad vernünftig einstellen und kann wirklich richtig gut im Auto sitzen. Ich habe Kopffreiheit über, wenn auch nur ein bisschen, und das obwohl wir hier das große Panorama-Schiebedach drin haben. Und damit gibt es hier vorne für Menschen wie mich auf dem Fahrer- oder Beifahrer-Hocker, sage ich mal, nichts zu meckern. Wo wir gerade über Hocker sprechen, das kann man zu diesem Sitz, den ich hier im Auto habe, tatsächlich nicht sagen. Der ist extrem komfortabel, bietet wirklich ordentlich Seitenhalt, auch wenn ihr jetzt so wie jetzt ein bisschen sportlicher unterwegs seid. Es gibt fürs Auto sowohl eine Sitzheizung wie auch eine Sitzbelüftung hier vorne. Es gibt auch Massagesitze, die habe ich leider nicht. Die hatte ich neulich im GLS. Großartig, macht richtig Spaß. Wird's Autofahren gleich jedes Mal zu einer deutlich angenehmeren Geschichte, also fast schon zu einer Kur. Das hat er hier leider nicht. Aber ihr könnt es echt richtig gut aushalten. Wie viel Platz noch hinter mir ist, wenn ich vorne sitze, das probieren wir wie immer bei einem kurzen Zwischenstopp aus, sobald sich die Gelegenheit ergibt. So, der geplante Zwischenstopp, wie immer, mein Sitz vorne ist nicht verstellt. Jetzt schauen wir mal, ob ich hinten reinpasse ins Auto. Ich habe es mir vorne gemütlich gemacht, ich bin mal gespannt. Die Tür geht eigentlich weit genug auf, mal schauen. Ja, also Platz bietet er wirklich genug. Zum einen hier vorne vor den Knien habe ich eine Handbreit Platz, also wirklich sehr ordentlich. Die Knie sind ein bisschen hoch, aber ich bin halt auch sehr, sehr lang. Die Füße passen, obwohl der Sitz ganz unten ist, immer noch unter den Vordersitz. Und ich habe auch genug Kopffreiheit. Also nicht vieles über, aber ich habe genug. Und das, obwohl wir hier das große Panorama-Glasdach drin haben, für mich überhaupt kein Grund zu meckern. Also hier kann auch ein großer Mensch wie ich mit 1,95 relativ beleibt hinter sich sitzen und das ohne große Einschränkung. Wenn wir gerade so schön schnell Kurven fahren, dann können wir über das Thema Lenkung, Fahrwerk, Bremse, Gasannahme und Co. sprechen. Und ich kann euch sagen, der Fahreindruck vom Auto ist wirklich klasse. Der Wagen nimmt das Gas sofort und spontan an. Das Zusammenspiel zwischen dem Motor, dem V8 und der Neugang-Automatik ist richtig klasse, macht wirklich Spaß. Das läuft gut. Auch Thema Bremse jetzt gerade wieder hier. Zwar ein bisschen soft gedrückt, also jetzt nicht exzessiv gebremst. Sehr angenehm, sehr schön zu dosieren. Überhaupt nicht nervös. Macht wirklich Spaß. Wenn ihr dann durchtretet, wie gesagt, ihr geht sofort, schaltet ihr eben und weiter geht's. Die Bremse, wie gesagt, gut dosierbar. Bei der Lenkung ist es so, dass die euch einen sehr schönen direkten Kontakt zur Straße vermittelt. Also ihr habt immer das Gefühl, dass ihr ganz genau wisst, was dieses Auto gerade macht, wie es reagiert, wie nah am möglichen Limit ihr seid, sodass der Wagen ja sehr gut beherrschbar wirkt. Wir fahren halt immer noch ein über 2 Tonnen schweres SUV. Der hat zwar weniger als 20 cm Bodenfreiheit, ist aber trotzdem kein Sportwagen. Fühlt sich im Moment so an, aber ihr merkt natürlich, wenn ihr hier Kurven fahrt, obwohl das Fahrwerk einen tollen Job macht, wenn irgendwie Unebenheiten im Boden sind und ihr wirklich schnell seid, dass ihr dieses Gewicht und auch diese Bauhöhe einfach dabei habt. Und ich stelle hier nur fest, dass ihr wirklich die Fahrt mit dem Auto richtig genießen könnt. Der Wagen ist schön flott unterwegs, liegt auch jetzt bei der schnellen Kurvenfahrt wirklich gut. Auch wenn er zwischendurch mal schaltet, das macht er auch sauber, das stört überhaupt nicht im Fahrwerk. Macht einfach Spaß, vermittelt durchgehend ein gutes Gefühl und das eben auch bei hohen Geschwindigkeiten auf der Autobahn und auch dann noch, wenn es ein bisschen kurviger wird. Ja, für mich eine gelungene Vorstellung als Paket, auf jeden Fall mehr als empfehlenswert. Im Übrigen, das habe ich mit dem Auto natürlich auch ausprobiert, ihr könnt mit dem super cruisen, der lässt sich richtig schön angenehm fahren, nicht nur auf der Autobahn bei 130, sondern auch über Land. Das ist ein wirklich sehr, ja, ein tolles Paket, diesen 8-Zylinder unter der Haube zu haben, der so vor sich hin blubbert. Klar, ihr habt einen höheren Verbrauch. Das ist so der kleine Nachteil dabei, aber dennoch, ich mag diese Charakteristik des Motors unglaublich. Einzig, wenn er morgens kalt ist und ihr wollt in Ruhe, sagen wir mal, losfahren, dann müsst ihr ein bisschen vorsichtig mit dem Gasfuß sein, denn da wird das schon mal ein kleines bisschen direkter.
aber nichts, woran man sich nicht ratzfatz gewöhnt. So, die schnelle Autobahnfahrt, die ist jetzt erstmal vorbei. Denn wir sind jetzt wieder am Ende der B15N angelangt, nachdem wir umgedreht haben. Und jetzt heißt es hier wieder ein kurzes Stück über Land auf die A92, dann Richtung Landshut und dann runter, direkt an der ersten Ausfahrt wieder zur Tankstelle. Und ja, nach 89 Kilometern sagt er mir hier 24,3 Liter. Das ist natürlich schon nicht mehr so richtig wenig. Ich glaube, wir noch ein bisschen was gut machen können. 24,2 jetzt gerade. Aber gleich kurz vorm Tanken gibt es dann nochmal das letzte Update. Wenn ihr euch für ein GLE interessiert, dann fängt die Welt der GLEs quasi an mit dem GLE 300D. Das ist dann ein Vierzylinder Reihen Diesel, den ihr da an Bord habt mit 272 PS. Der startet bei so rund 75.000 Euro, der Wagen. Ihr könnt das Auto kaufen, das wir hier fahren, den 580 als 4MATIC. Der fängt allerdings erst so bei rund 97.000 Euro an, ist also damit deutlich teurer. Oder aber ihr sagt, ich möchte einen Plug-in-Hybrid, das geht natürlich auch. Die starten auf dem gleichen Niveau wie die Dieselfahrzeuge. Eine weitere Alternative wäre natürlich ganz klar auch ein AMG-Modell. Aber auch da sage ich euch ganz klar, wenn ihr da was Gescheites kaufen wollt, dann gewöhnt euch mal an sechsstellige Zahlen. Wobei ihr das natürlich auch sehr schnell erreicht, wenn ihr die anderen Modelle entsprechend ausstattet. Denn wenn ihr euch zum Beispiel überlegt, was alleine das Luftfederfahrwerk zusammen mit dem eActive Body Control kosten würde, wenn die Luftfeder nicht schon an Bord ist, da kommen halt sehr schnell alleine mal knapp 10.000 Euro zusammen. Also wie gesagt, ein billiges Vergnügen ist es nicht, aber dafür fahrt ihr halt ein wirklich sehr schönes SUV. Und wie gesagt, die Sonderausstattungsmerkmale sind eigentlich der Knackpunkt, denn bei unserem Auto hier summieren die sich auch so weit hoch, dass unser Wagen eben deutlich über 100.000 Euro kostet. Die 100 Kilometer, die haben wir jetzt geschafft und jetzt rollen wir noch eben zur Tankstelle, um dann mal zu schauen, wie es mit dem Nachtanken aussieht. Denn angezeigt werden aktuell 23,2 Liter auf 100 gefahrene Kilometer, im Durchschnitt 114. Der hat jetzt gerade auf den letzten paar Metern Landstraße ein bisschen gelitten. Und ich bin tatsächlich gespannt, wie es mit dem Tanken aussieht. Ich hoffe, dass wir die 23,2 nicht überschreiten, denn Sprit ist aktuell wirklich teuer hier bei der Tankstelle, wo wir nachtanken dürfen, kostet aktuell der Liter 1,79. Also tatsächlich kein Kleingeld mehr. Aber gut, wir schauen jetzt mal, wie viel tatsächlich reingeht. 23,2 ist der Wert, der bei mir im Display steht. Das war meine Probefahrt im Mercedes GLE 580 4MATIC. Bevor wir über das Thema Verbrauch sprechen, mal kurz ein paar Worte zum Auto im Allgemeinen. Ich finde, Mercedes hat es bei diesem Auto geschafft, ähnlich wie beim GLS, trotz der Größe eine sehr schöne Formsprache hinzukriegen, die dem Auto einfach eine gewisse Eleganz geben, wobei ich diesen hier tatsächlich noch ein bisschen kraftvoller finde von der Erscheinung her wie den GLS. Das liegt daran, dass er einfach kürzer ist. Wenn wir dann ins Auto reinschauen, ich finde drin zum einen wirklich tolle Platzverhältnisse, vorne wie hinten auch ein gutes Kofferraumvolumen. Zudem finde ich eine sehr gute Basisausstattung, ist bei dem Basispreis aber auch nicht verwunderlich. Und ich finde natürlich auch die wichtigsten Assistenzsysteme und kann hier dann mit den entsprechenden Extras mal die Welt schaffen, die ich gerne schaffen möchte. Wobei das hier noch ein separates Thema ist, wenn wir über das Thema Sonderausstattung sprechen. Dazu aber gleich mehr. Mit dem Auto zu fahren macht richtig viel Spaß. Dieser V8, der 4 Liter, der ist unglaublich kraftvoll. Klar, wir haben hier bis zu über 500 PS Maximalleistung. Wir haben 700 Newtonmeter Drehmoment. Und der ist einfach in jeder Situation so, dass er fast schon zu viel liefern kann. Aber dadurch eben sehr ruhig wirkt, sehr gelassen wirkt und völlig unaufgeregt arbeiten kann. Wenn man mit dem Auto dann sportlicher fährt, so wie wir es beim zweiten Teil unserer Autobahnfahrt gemacht haben, dann verändert sich diese Charakteristik vom Motor quasi von dem ruhigen Cruiser hin zum Sportwagen fast schon. Wobei das natürlich bei diesem Fahrzeug mit dem Leergewicht ein bisschen schwierig umzusetzen ist. Nichtsdestotrotz war das Fahren auf der Autobahn auch schnell richtig gut. Es hat richtig Spaß gemacht, man hat sich trotzdem sehr wohl gefühlt und hat nur hier und da gemerkt, in was für einem schweren und hohen Auto man unterwegs war. Für mich also insgesamt ein sehr schönes Paket, wenn man jetzt mal davon absieht, was so ein Auto verbraucht. Denn der Wagen hier, der wird angegeben mit Werten von über 12 Liter. Und wie wir bei uns gesehen haben, wir sind auf der Autobahn ruhig gefahren, also mit 130 Richtgeschwindigkeit, fast nonstop Autobahn und hatten am Schluss in der Anzeige stehen 11,2 Liter. Und da direkt schon mal vorweg, ich habe tatsächlich fast exakt 11,2 pro 100 Kilometer getankt, denn ich habe 11,4 nicht ganz nachgetankt, musste aber umrechnen, weil wir 102 Kilometer in der Anzeige stehen hatten als Entfernung. Und damit waren wir tatsächlich fast bis auf den Tropfen genau bei dem angezeigten Wert. Beim zweiten Teil der Fahrt haben wir gesehen, dass wir ganz schnell diesen Wert verdoppeln konnten. Wir haben also am Schluss in der Anzeige gehabt 23,2 Liter tatsächlich nachgetankt,
habe ich 23,39, glaube ich. Also auch das wirklich eine Abweichung, die so minimal ist. Aber dennoch haben wir gesehen, wenn man den Wagen richtig Feuer gibt, dann braucht man ruckzuck die doppelte Menge, ganz locker die doppelte Menge Benzin. Das ist schon wirklich eine Menge. Es war ein sehr teures Tanken beim ersten, im Grunde genommen 20 Euro, was schon nicht wenig ist für 100 Kilometer. Beim zweiten Mal waren es deutlich über 40 Euro. Und auch das würde ich noch sagen, kann man verschmerzen. Man muss ihn ja nicht so prügeln, aber man kann ihn eben fahren. Wichtig hier noch zum Thema Durchschnittsgeschwindigkeit. Wir hatten am Anfang, glaube ich, bei der etwas langsameren Fahrt 102, 103 Kilometer pro Stunde. Am Schluss 111, wobei ich da dazu sagen muss, als wir von der B15N runtergefahren sind, waren wir bei über 135, also ein ganz anderer Wert. Jetzt mal noch was zum Thema Kosten, denn das ist, glaube ich, so das echte Haar in der Suppe. Der Wagen kostet halt in der Basis, ich glaube, 95.000, 97.000 Euro, sowas um den Dreh. Das ist schon richtig, richtig viel Geld. Und was mich hier so ein bisschen stört, ist, dass wir trotz dieses Basispreises, das ist aber typisch für unsere Premium-Marken in Deutschland, sehr viel Geld ausgeben können für Sonderausstattung. Und so landet unser Testwagen hier am Schluss bei einem Endpreis von ganz knapp unter 130.000 Euro. Und ich finde, das ist sehr, sehr viel Geld für so ein Auto. Aber dennoch muss ich sagen, insgesamt, wenn ich jetzt mal das Geld aus der Kalkulation rausnehmen darf, macht das Auto unglaublich viel Spaß. Ich würde mir allerdings wahrscheinlich mit der großen Dieselmaschine kaufen, mit dem Sechszylinder, denn damit verliert ihr kaum was und habt trotzdem dieses Fahrgefühl und diesen Luxus auf Rädern, so wie ich ihn bei dieser Fahrt erleben durfte.